Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 3. Es geht schon gut los. Irgendwas wird angegriffen. Bei uns, hier oben. Ah, die Russen, aber immerhin. Hey, scheiß Pikeniere, ja, halt's den auf. Du sollst den aufhalten, ja, genau. Sehr gut, wir werden jetzt gleich die fünfte Kanone in unserem Besitz haben. So, du nimmst mal die Nahrung. Und ja, es schaut schon ziemlich gut für uns aus, wenn man mal so sagen darf. Um genau zu sein, schaut es sehr gut für uns aus. Das einzige Problem, was ich habe, ich kann keine weiteren Kanonen entsenden, weil wir noch nicht in dem entsprechenden Zeitalter sind. Deshalb werde ich einfach mal Plänkler... Nee, deswegen werde ich einfach mal ein paar Husare schicken. Und, wie gesagt, Geschützgießerei können wir keine bauen. So schaut der Deal aus. Das heißt, wir sind zu 100% darauf angewiesen, dass... Verdammt. Dass diese... Oh, das ist jetzt schlecht. Mach den platt! Ihr sollt den platt machen! Ja! Sehr gut. Nein, ihr sollt den platt machen! Yes. Bitte, 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 bitte! Ja, ja, lenkt das ab! Nein! Nein! Fuck you! Okay! Yes! Commander Man! Yes! Wenn ihr nicht anders wollt, yes, stationieren wir unsere Truppen mal da. Eine Frage, haben wir das Holz jetzt für den Außenposten zurückgekriegt? Ich glaube ja nicht. Oder? Vielleicht. Richt. Okay, ich hoffe... Ja, jetzt sieht ab. Schön. Oh, das könnte gefährlich werden. Wobei, nee, da kommen jetzt... Verbündete... Ja, die rennen einfach so aneinander. Nee, wollte ich gerade sagen. Ich dachte, die rennen. So, jetzt lasst mich doch mal endlich den geschissenen Außenposten bauen. So. Gut. Die nächste Kanone. Eine schwere Kanone. Handlich. So. Könnte durchaus mal schneller gehen, aber egal. Ich glaube, es ist mir nicht wert, da die ganze Zeit eine Eskorte immer hin und her zu schicken. Weil hier haben wir eher ein bisschen Erdeckung. Wobei, hier könnten wir den Aztekenbrüdern mal helfen. Wobei, nee, die, yes, die regeln das schon. Yes. Kein Ding. Imena so. Ready. So. Yes. Gehst auch mal dorthin. Yes. Und du gehst wieder an die Arbeit. Yes. Ready. Und ihr Husaren kommt auch einmal daher. Ready. Yes. Damit wir alle mal ein bisschen versammelt haben. Ein Scherz. Wir haben genug Holz. Mehr als genug, um genau zu sein. Wo bauen die so viel Holz ab? Also hier. Tja, gut. Wobei... Heil? So viel werden wir vielleicht doch nicht brauchen. Tiljer. Okay. Wobei, wir werden vielleicht noch ein, zwei Häuser benötigen. Yes. Recht. Wer hat da gerade gemacht? Das machen sie doch nur, wenn nur Einheiten ausgebildet werden. Nee. Oh, fuck. Los, Außenposten, hilf denen.
gemacht. Langsamer geht's auch nicht mit dem Hausbau, oder? Ja, Außenposten hinführen! Alter, was macht denn der für einen mickrigen Schaden? 30, das ist ja... Die töte ich übrigens absichtlich, damit die nicht Bevölkerungsplätze wegnehmen, was die ja gerne tun. Und zwei Kanonen brauchen wir noch. Ist jetzt nicht sehr spannend, ich weiß, aber es gibt Schlimmeres. Fällt mir zwar jetzt nicht ein auf die Schnelle, aber wir können das ja auch nicht weiterentwickeln, aber egal. Ja, die können wir nochmal schnell fürs Gold schürfen, missbrauchen. Kann man hier? Nein. Nein. Moment, was kostet keine Münzen? Also, nee. Was ist los? Oh fuck! Der Zirkel greift an. Utia, genau, Utia. Am Arsch. Angriff. Alle tot? Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Wir haben immer noch mehr Einheiten, als wir auf einmal bewegen können. Befehligen. Hier oben ist auch was. Ja, unser Außenposten hat ein bisschen was abgekriegt, aber hier oben schaffen die das. Verfluchte Russen. Eine weitere Kanone und auch einen schweren noch dazu. Das ist gut. Zwei noch. Also nach der noch eine und dann haben wir's. Ich schicke jetzt einmal die Plänkler und... Nee. Ja, die noch am ehesten, weil wir werden noch ordentlich Musketiere ausbilden. Hey. So. Ja. Hey, ich möchte ihn reparieren. Danke. Und schaut aus wie neu. Oh. Oh. Und der Inka-Tempel hat immer noch nicht mehr abgekriegt. Sind es eigentlich genau drei Inka-Tempel oder dürfen nur halt nicht drei zerstört werden? Schaut ziemlich so aus, als sind es nur die drei. Ich würde zumindest keinen vierten finden. Und die Azteken, Inka, warum Azteken? Azteken, da haben wir im ersten Akt Hilfe bekommen. Die Inka regeln das hier ganz gut. Es sind schon nicht die schwächsten Verbündeten. Sieben von 8. Und wenn jetzt nicht alles schief läuft, kommt gleich die letzte. Bringen Sie 8 her. Ja, fuck. Oh, und unsere Nahrung ist da. Die Plänkler werden hier nach draußen befehligt. Und warum stehen die hier alle so? So. Wir müssen alle ein bisschen mehr in Reihe und Glied stehen. Wirklich weiterentwickeln. Was ist das alles? Oh fuck! Warum haben wir schwarze Reiter? Yeah! So, weiter.
Sollten vielleicht auch ein paar Plänkler ausbilden, wobei die sind doch deutlich teurer. Oder? Das sind 115 an insgesamt Kosten. Und das sind nur 100. Das heißt, die sind kostengünstiger. Vor allen Dingen verbrauchen die nicht so viel Gold, weil Gold haben wir eh nicht so enorm viel. Und mit der letzten Kanone müsste dann noch unser Bevölkerungslimit ausgereizt sein. Und dann geht's ab. Heil. So, wenn die letzte Kanone jetzt noch kommt, bin ich zufrieden. Und hier die Arschlöcher bauen jetzt hier einen Außenposten. Einen Handelsposten. Einen Außenposten. Das ist schlecht. Also wenn jetzt nicht die neue Kanone gleich kommt, dann könnte die direkt von irgendwelchen... Was ist das für ein Außenhandelsposten? Sind das Inka? What the fuck? Yes. Alle nach Norden! Fuck you! Heilige Scheiße! Oh Gott, die geben Gas! Beeilt euch! Ihr braucht die Sinn nicht im Gänsemarsch gehen! Und hier... Oh, das könnte knapp werden. Ready. Yes, I wish. Advance. Lay on. I wish. Lay on. Yes, I wish. Advance. Heilige Scheiße. Ready. Commandment. Warum kümmere ich mich eigentlich um die? Wichtig sind die hier, dass die jetzt nicht da durchbrechen oder so. Scheiß Russen. Ah. Okay. Kann eng werden. Und jetzt lohnt es sich, dass wir die ganze Zeit auf Rohstoffen draufgesessen sind. Ja. Yeah. Volle Bulle. Oh, das sind Russen, oder? Ah, kommt schon. Fuck it! Nicht euer Ernst! Ich kann dir jetzt nicht hier deine Nähe stellen und... Oh, fuck. Ready. I wish. Lay on. I mean, I will. Eine Frage, können die da durchschießen? Wobei die... Aber. Okay. Ich bin gefickt. Das heißt, wir müssen hier oben jetzt echt aufräumen. Ich hasse die Typen. Erstes Ziel wird das sein. Wir hätten das russische Dorfzentrum zerstören sollen, rückblickend gesehen. Also ich muss sagen, das ist eigentlich eine der längsten Missionen, vor allen Dingen, weil man nicht selber die Geschwindigkeit in der Hand hält. Es ist zwar eine gute Mission, aber leider eine der längsten. Wahrscheinlich wird es in dem Part auch nicht mehr reichen. Wird dieser Part auch nicht mehr reichen. Und jetzt muss ich hier Aufstellung beibehalten. Und... Ja. Wenn jetzt nicht langsam das letzte kommt... Oh, die haben da schon wieder einen... Achso, nee, den habe ich nicht ganz zerstört. Sollte eventuell noch etwas Nahrung schicken. Und jetzt brauche ich echt kein Holz mehr. Verpisst euch von da und tut's lieber was Nützliches. Abbauen. Aufbauen. Was auch immer bauen. Oh fuck! Ein
muss echt einen nach dem anderen machen. Das ist echt die geschwindeste Taktik. Wenn du einen nach dem anderen machst, verliert man wenig Leute. Boah. Was war jetzt los? Achso. Nein. Ja, ich werde noch ein paar machen. Und jetzt schnell. Mörs ist eh nicht so schlecht. Ist zwar verteidigungsunfähig, aber... Und ein Medizinmann wäre irgendwie ganz gescheit. Haben wir hier nicht irgendwo einen Außenposten mit Medizinmännern? Oder irgendwas in die Richtung... Ja, die Holzeinheiten können uns jetzt ziemlich egal sein. Heil Tiljer. Yes, Holz. Was blinkt da nun? Egal. Und was macht das hier? Angriffsstärke? Nee. Alle Infanterieeinheiten. Alle Infanterieeinheiten wir vielleicht. Na. Ready. What the fuck? Das ist jetzt nicht dein Ernst, du tötest jemanden. Ihr seid vielleicht ein paar Wappler. Nein! Nein, 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 nein. Du lass dich jetzt nicht irgendwo hin provozieren. Ah ja, die Kasernen quasi von den Russen können ja auch schießen wie Außenposten. Deswegen spiele ich Russen eigentlich im Multiplayer ganz gerne. Industriezeitalter und wir sind immer noch im Festungszeitalter. Ja, super. Ausgezeichnet, Männer. Zerstören Sie das Fort der Knochen gerade. Ja, und ihr seht, die sind relativ fortgeschritten. Aber über hier drüben... Yes. Können Sie uns nicht allzu viel entgegensetzen. Ready. Una hoten. Yekatentjes. Yes. Imena so. Wieder mal jeder verfügbare Mann dorthin beordert. Und dann auch alle Kanonen. I wall. Commandement. I wall. Commandement. So. Und jetzt ruckelt's gerade etwas. Und auch wenn der Part jetzt etwas länger wird, werden wir jetzt das hier zerstören. Was? Ja. Ja, 10 Einheiten an der Mühle. Commandement? Ist mir jetzt egal. Hier, Lama. Wobei, nee, die Lama. Richtig. Yeah. Nachschub ist jetzt ziemlich wichtig. Ready. Die Männer so. Commandement. Yes. Ready. I wall. Die Männer so. Yes. I wiss. So. What the fuck? Hey, von hinten, von hinten, von hinten. Von hinten greifen sie an. Ja, Scheiße. Okay. Commandement. Yes, he wins. Ja, die kann auch direkt hierher umgeleitet werden. Schützt die näher kommenden Kanonen vor gegnerischen Patrouillen.
Ready. Und das Fort wird wahrscheinlich unsere größte Herausforderung. Deshalb werden unsere Einheiten sich jetzt erst einmal um die Reiter kümmern. Und nicht im Weg rumstehen. Alter! Die Stadt ist gerettet. Tada! Und jetzt Wasser aus dem Brunnen. Eure Männer kämpfen gut. Es ist noch nicht vorüber. Beaumont ist mit mehreren Fässern des Wassers entkommen. Wir müssen ihn aufhalten. Der Zirkel hat den Pass im Osten blockiert. Ihr könnt ihm nicht folgen. Jetzt, da sie das Wasser haben, werden sie sich im Ossuarium treffen. Das ist ihre Festung. Na, Havanna. Dann werden wir ihm dorthin folgen. Du glaubst also an die Legende des Brunnenwassers? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Aber was soll werden, wenn Beaumont ewig lebt? Ich sag mal, das wird ziemlich geschissen. Aber wir haben eine neue Karte zur Verfügung. Sagen wir mal. Das hier. Ja, das werden wir im nächsten Part gut brauchen. Denn beim nächsten Mal werden wir dann das Ossuarium, wie schon gesagt, angreifen. Nahe Havanna. Und damit wird sich das Spiel auch langsam dem Ende zuneigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Bewertung, bla bla bla. Egal, ich sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play Age of Empires 3. Bis dahin, tschüss Leute.